Aloha, herzlich willkommen zu Freddy Krüger 91527 Weihnachtszeit 2012, Folge 22. Ja. Ich habe schon ganz viele Dateien jetzt in meinem Stack, die ich erstmal noch zu Ende rendern muss und so weiter, aber ich habe irgendwie immer keine Zeit gehabt jetzt. Das war dämlich gewesen, weil, naja, es gab noch ein Weihnachts-zu-Ende-Fressen irgendwie gestern und dadurch haben sie die ganzen Schichten umgemuddelt und weiß der Geier und das ganze darauf folgende Koma hat mich dann irgendwie davon abgehalten, die Videos anständig zu bearbeiten. Aber ich verspreche, ich werde die Scheiße noch vor Weihnachten fertig machen. Außerdem muss ich noch Weihnachtsgeschenke kaufen, deswegen muss ich auch gleich wieder losfahren. Ich war gerade schon unterwegs gewesen und habe den ersten Schwung besorgt. Fahrt ist immer noch etwas nass. Die haben nämlich Schneegriesel angesagt gehabt. Allerdings hat sich der Schneegriesel jetzt... Verdammt nochmal. Wieso ist der wieder hinten festgeknotet? Blöde Leitung, komm her. Das nervt. Naja, mal sehen, vielleicht kann man es ja dadurch nicht sehen. Der Schneegriesel hat sich in einen schönen kleinen Schneeschauer mit einer weißen Straße und so weiter verwandelt. Da bin ich gerade schön durchgefahren. Hat Spaß gemacht. Konnte fast überhaupt nichts mehr sehen irgendwie, weil der Schnee sich dann so richtig schön auf den Augen festgepappt hat. Wie auch immer, ich muss mich jetzt beeilen. Deswegen nicht viel Federlesen machen. Gleich übertreten zum Weihnachtsheil. Ja, immer dasselbe. Ich hab schon wieder vergessen, die Karte rauszuholen. Nee. Geh mal raus. Kann ja alles nicht wahr sein. Und so durch den Wind jetzt immer die ganzen Tage. Also, zweiter Versuch. Weihnachtskalender öffnen. Ich habe ein Elch und ich habe ein Eichhörnchen, das kopfüber mit dem Schwanz an irgendwas festgenagelt ist. Shit. Massiver Schlitten. Der zerbricht wenigstens nicht und da kommt nicht die ganze Soße raus. Wäre auch unpraktisch bei mir. Da friert das Zeug bloß fest am Boden. Mal sehen. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich meiner Familie überhaupt schenken soll. Keine Ahnung, was sie gebrauchen können. Ich werde ihnen einfach wieder Unmengen an Alkohol besorgen. Wahrscheinlich kriege ich auch wieder Unmengen von Alkohol. Naja, habe ich was für Silvester. Macht ja schließlich keinen Spaß, nüchtern die Raketen abzufeuern. Muss ich mir dann auch noch besorgen. Ne? Ich muss noch so viel einkaufen. Nee.